Also mein Name ist Peter Ahlhorn, und ich arbeite zurzeit als Erzieher in der stationären Jugendhilfe. Schwerpunktmäßig gerade auch mit jungen Flüchtlingen, die unbegleitet nach Deutschland gekommen sind. Damit verdiene ich quasi mein Geld. Außerdem bin ich auch noch Prozessbegleiter, das heißt, ich begleite Menschen in Krisen- und Übergangsphasen mit Hilfestellungen. Das mache ich gerne. Und in meiner Freizeit widme ich sehr viel Zeit dem E-Sport. Ja. Ich wohne seit Februar diesen Jahres in einem eigenen Haus. Das habe ich mir im Februar 2017 gekauft. Und da wohne ich gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin, unserer Katze und meinem Vater. Mit dem Garten, der zu diesem Haus gehört, habe ich vor, den zum Teil zu nutzen und nutzbar zu machen. Damit haben meine Freundin und meine Lebensgefährtin und ich noch nicht angefangen, weil wir da auch noch immer in der Planung sind. Und spannenderweise ist mir, seitdem ich dieses Haus gekauft habe, auch klar geworden, dass ich bin gar kein Freund davon, einen Garten ständig so auf 5 cm Rasenlänge alles mit der Schere abzuschneiden, sondern ich mag es sehr, wenn ein Garten wachsen darf, wie er möchte. Und deswegen habe ich festgestellt, ich möchte mit dem Großteil des Gartens eigentlich gar nicht so viel machen, sondern einen Teil möchte ich tatsächlich als kleine Obstwiese nutzen. Und einen anderen Bereich, da wollen wir eben schon auch gerne gucken, dass wir Kräuter und Gemüse anbauen und den Rest eigentlich so verwildern lassen tatsächlich, wie wir das unseren Nachbarn gegenüber noch verantworten können. Also das ist, glaube ich, da das größte Problem. Ja. Also welche Momente mich in der Natur glücklich machen und was ich an der Natur auch sehr mag, ist das Unmittelbare. Also das auch in meiner Arbeit als Prozessbegleiter nehme ich die Natur auch da immer gerne als Hilfestellung, weil die Natur im Gegensatz zu uns Menschen, die kennt nur ein Ja und ein Nein. Also die Natur zweifelt nicht. Wenn es etwas in der Natur gibt, dann ist es da, und wenn es das nicht gibt, dann gibt es das auch nicht. Und die Natur urteilt nicht. Und das genieße ich tatsächlich sehr. Also auch wenn ich zum Beispiel im Wald bin und einfach die Unmittelbarkeit erlebe, die Stille, aber auch gleichzeitig dann nicht die Stille, wenn Tiere da sind, wenn ich Tiere höre, wenn ich Vögel höre, wenn ich so, das ist so Summen von Bienen oder so. Und das sind so Dinge, wo ich denke, gerade Vögel oder auch Bienen, das hört man ja auch in den Nachrichten immer mehr, dass die zunehmend bedroht sind durch die immer stärkere Nutzung von Natur. Also es gibt ja in Deutschland fast keine unerschlossene Natur. Und ich finde, da kann ich irgendwie durch diesen Raum meines Gartens vielleicht einen kleinen Not schaffen, wo eben auch so ein Biotop entstehen kann. So, das ist, was mich eigentlich reizt. Ja. Die soziale Komponente am Gärtnern, die ich sehe, oder auch das verbindende Element, das ich nicht nur ausschließlich beim Gärtnern sehe, ist, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Also ich, vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich mich für diesen Beruf entschieden habe. Ich bin sehr schlecht darin, Dinge alleine zu tun. Also manche Dinge muss man alleine tun, das ist schon richtig. Aber insbesondere, wenn es um etwas Schaffen geht und ob es jetzt eben etwas anbauen ist oder etwas aufbauen. Ich mache das sehr gerne mit anderen Menschen Hand in Hand, weil es einerseits geht es schneller von der Hand, es macht mehr Spaß und es hat eben diesen verbindenden Charakter. Ich habe festgestellt, sowohl in meiner Arbeit als Erzieher als auch als Prozessbegleiter, dass gemeinsam handwerklich arbeiten, und dafür gehört Gärtner für mich auch dazu, hat ein unfassbar verbindendes Element. Also man lernt sehr viel übereinander, über sich selbst, aber auch eben über die anderen kennen. Wie tickt der Mensch so und wie ticke ich selber? Und das ist schon auch ein Ansatz, den ich hier im Hausbau, also im Haus renovieren, schon festgestellt habe. Und das würde ich ganz gerne auch im Garten dann fortsetzen. Ja, also das kann ich schon sagen. Also eine ökologische Komponente beim Gärtnern, finde ich, ist halt, dass ich auch ein bisschen zurück dahin komme, dass ich begreife, dass hier, wo ich wohne, eben, es gibt Produkte, die eben zu gewissen Zeiten besonders gut wachsen, weil das eben deren Zeit ist. Und dass ich da eben die Natur dadurch schütze, dass wenn ich selber etwas anbaue und da ein Bewusstsein für bekomme, dass ich, selbst wenn jetzt das, was ich ernte, noch gar nicht reicht, um mich selber zu verpflegen, dass ich aber zum Beispiel dann auch auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt das kaufe, was ich weiß, was gerade in der Saison ist. Also
dass die Produkte nicht quer durch die Welt geschippert werden, so dass da achte ich dann eben auch beim Einkauf plötzlich drauf. Also dass ich ein Bewusstsein dafür bekomme, was hält mir das Land, in dem ich wohne und wo ich bin, halt auch nahrungstechnisch vor und was ist gerade die Zeit. Genau. Und natürlich, wenn ich vor Ort selber anbaue, dann vermeide ich eben auch Abfall und ja, Schadstoffe des Transports, aber auch der, ja, alles, was dranhängt. So, ja. Da bin ich auch noch überhaupt nicht, aber da würde ich tatsächlich gerne hinkommen.